Die O-Bros haben einen neuen Track rausgebracht und auf den werden wir hier bei Spotlight jetzt mal reagieren. Hey, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Spotlight. Reagieren wir immer auf ein Video, nur so einen Ausschnitt und sagen ein bisschen was uns dazu bewegt. O-Bros haben einen neuen Song rausgebracht, beim Christival haben sie diesen Song performt, in dem Video sind auch Passagen von dem Christival dabei. Tatsächlich war ich auch im Publikum, habe das miterlebt. Ich feiere die Jungs unglaublich. Vielleicht irgendwie, hoffentlich, irgendwas habe ich mal, dass mal Stay on Fire, O-Bros irgendwas gemeinsam machen. Das wäre echt Premium. Also wenn wir die irgendwie hinkriegen, herkriegen oder wie auch immer, oder mal ein gemeinsamer Podcast. Grüße gehen raus, wenn ihr das hört. Ja? Also lass mal da was machen. Auf jeden Fall. Dieser Song richtig, richtig gut und eine Passage gefällt mir enorm, weil sie mich auch persönlich sehr anspricht. Genau darauf werden wir jetzt mal reagieren. Also, ich würde sagen, macht euch bereit, ich ziehe mir meine Kopfhörer mal auf hier. Jawohl, starten wir mal rein. Hast du Zeit? Tut mir leid. Unterwegs, day and night. Sag wieso, lebe ich nicht im Hier und Jetzt. Ich bin viel zu stressed, Ich such die Bremse, doch find nichts. Mein Herz ist fast schon erblindet. Will mehr so sein, wie ein Kind ist. Doch heute machen wir Business. Ich denk so oft, ich werd es glücklich, wenn ich irgendwo bin. Und kletter weiter, doch die Leiter wird uns nirgendwo hin. Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich, doch kenn ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt? Junge, wir sind blessed. Wieso, wieso? Das war der Ausschnitt vom Track, also wirklich richtig, richtig nice. Ich kann dir das auch nur empfehlen, mal ein Konzert von denen zu besuchen. Die wissen auf alle Fälle, wie man Stimmung macht. Das geht gut ab. Und was spricht mich aber in diesem Track ganz besonders an? Und zwar, meine O-Bros sind ein Beispiel dafür, wie man durch die Decke geht. Also sind, denke ich mal, einer der erfolgreichsten Bands in der christlichen Szene, besonders was die Jugend halt angeht. Ich wüsste gar nicht, wer da jetzt vergleichsweise durch die Decke, also so krass. Also das ist wirklich enorm und sie, aber ich finde, in den Liedern reflektieren sie immer auch ihre eigene Reise und sagen, dass sie eigentlich gerne sein möchten wie ein Kind, ja, im Leben, hier und jetzt, gleichzeitig aber Business machen, so nennen sie es selbst, und die Leiter hochklettern, aber selbst merken, dass die Leiter eigentlich ins Nichts führt. Und das ist so spannend, also ich persönlich bin der Meinung, hey, wenn man einen Traum hat, dann sollte man den verfolgen. Und genau das machen die Jungs. Und die haben Jesus im Herzen und gehen voran und all dem Ganzen, reflektieren es aber und sagen eigentlich, also man möchte immer mehr oder man möchte diese Leiter hochklettern, aber stellt eigentlich immer mehr fest, dass sie irgendwie ins Nichts führt. Und gleichzeitig man aber dennoch diesen Drang hat, diesen Wunsch hat, diesen Drive, diese Sehnsucht, immer mehr zu geben, immer weiter hoch. Und man sich irgendwo so dazwischen findet. Und das ist eine Sache, da finde ich erstens krass, wie ehrlich sie in diesen Texten sich selbst da reflektieren. Und zweitens sind sie ja damit sprechen sie ja etwas an, was uns ja alle beschäftigt. Auch mich persönlich bei Stay on Fire und anderen Dingen, dass man immer das Gefühl hat, hey, man müsste noch ein bisschen mehr, man müsste noch hier ein bisschen da, ein bisschen. Und am Ende des Tages stellt man sich die Frage, ist man getrieben oder ist man berufen, eine Sache zu machen? Und ich finde es enorm wertvoll einfach, dass solche Künstler wie die O-Bros da auf der Bühne stehen, performen und Lieder und Texte haben, die tiefgreifend auch diesen Spagat, ja, ist ja auch einfach schade, wenn man sein Potenzial nicht nutzt, aber gleichzeitig halt diese Frage, wohin, performen, rüberbringen und einen selbst auch in diesem Punkt sehr ansprechen können. Das wollte ich mit dir teilen. Dieses komplette Video kannst du dir angucken. In der Videobeschreibung, wie gesagt, haben wir den Link reingemacht. Und für mich, Jungs, die echt inspirieren, die vorangehen, und ich hoffe, die haben noch eine Menge Erfolg. Und ich gönne denen diesen Erfolg und ich finde es stark, wie sie diesen Erfolg reflektieren und diese Sehnsucht haben. Sieht man auch in dem Video und auch in dem Songtext, wie der sich entwickelt. Also, dass sie dieses Ankommen hier und jetzt einfach priorisieren. Und das ist genial. Also, in diesem Sinne, bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer die einen sagen auf Wiedersehen und die anderen sagen Stay on Fire.